Und das Schlusswort hat die Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Sie ist ja auch für die Telekommunikation verantwortlich. Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, dass wir das gemeinsame Ziel verfolgen, bis 2030 flächendeckende Versorgung mit festen und mobilen gigabitfähigen Anschlüssen sicherzustellen. Speziell das Vorantreiben auch des 5G-Ausbaus ist in diesem Zusammenhang essentiell, um die Vorreiterrolle Österreichs auch zu stärken. Dass die Telekommunikationsnetze in Österreich den Stresstest bestanden haben, in den vergangenen Monaten durchaus eben auch einige Belastungstests gezeigt. Wir haben innerhalb weniger Tage und Wochen über 1 Million Schülerinnen und Schüler mittels Homeschooling eben auch mit den Lerninhalten versorgen müssen. Zigtausende Österreicherinnen und Österreicher haben Homeoffice und Telearbeitsplätze in Anspruch genommen. Wir haben aber auch gesehen, dass durch die Covid-19-Pandemie durchaus Geschäftsmodelle der Anbieter, die für die Kommunikationsinfrastruktur verantwortlich zeigen, auch massiv wirtschaftlichen Schaden erlitten haben, seien es beispielsweise Einbußen beim Roaming und sonstigen. Das hat natürlich auch zu gewissen Unsicherheiten geführt. Gleichzeitig musste die RTR die für das Frühjahr 2020 vorgesehene Auktion der 5G-Flächenfrequenzen in den Sommer 2020 verlegen. All diese Faktoren haben durchaus auch zu einiges an Planungsunsicherheiten beim Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur geführt. Mit der heutigen Änderung des Telekommunikationsgesetzes schaffen wir aber wieder Anreize für die Unternehmen, die sich am zukünftigen bundesweiten 5G-Ausbau auch beteiligen wollen und beteiligen werden. Der frequenzgebenden Stelle kommt eben die Möglichkeit zu, auf Antrag eine befristete Ratenzahlungsmöglichkeit bescheidmäßig zu gewähren. Und mit dieser verlängerten Zahlungsmöglichkeit wollen wir vor allem den Planungsspielraum auf der einen Seite eben auch erhöhen und auf der anderen Seite soll das Geld natürlich auch wieder zweckgewirkt gewidmet in den künftigen Ausbau der Breitbandnetze fließen. Darüber hinaus wird die Finanzierung der Investitionen in die Flächenversorgung in den ersten Monaten erleichtert, auch ein wichtiger Schritt in den zukünftigen Ausbau. Ich freue mich sehr über eine sehr breite Unterstützung im Hohen Haus. Ich halte das wirklich für ein ganz entscheidendes, wichtiges Zeichen. Wir planen ja zurzeit auch eine große TKG-Novelle, planen durchaus auch eine Neukodifizierung, wollen vor allem die Weichen in Richtung Flächenversorgung auch im ländlichen Raum stellen. All das wird eben auch einen Beitrag dazu leisten. Für uns ist vor allem auch die Breitbandförderung von besonderer Bedeutung. Auch da werden wir in den nächsten Wochen einiges neu auf den Weg bringen, in guter Zusammenarbeit dann natürlich auch mit den Bundesländern, die hier sehr wichtig und unterstützend den Ausbau vorantreiben werden. Vielen herzlichen Dank. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet und die Debatte ist daher geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wie vereinbart verlege ich auch hier die Abstimmungen an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Forschung, Innovation und Digitalisierung und fahre der in der Erledigung der Tagesordnung fort.